Hi Leute, heute geht es darum, warum du deiner eigenen Freiheit im Weg stehst. Warum du dich selbst daran hinderst, frei, unabhängig, glücklich zu leben. Viele Leute, vielleicht auch du, haben sich ein schönes, gemütliches Wohnzimmer eingerichtet in ihrem Gefängnis und fühlen sich da super wohl. Oder sind der König im Knast. Es gibt Menschen, die bauen sich ganze Imperien, ein ganzes Königreich in ihrem Knast auf. Im Gefängnis, im wahrsten Sinne des Wortes. Schaut mal in die USA oder wahrscheinlich auch in Deutschland. Jetzt habe ich auch Dokus drüber, irgendwann mal vor Jahren mal angeschaut. Gibt es wirklich Menschen, die bauen ganze Machtstrukturen im Gefängnis auf? Die bauen sich ein riesen Imperium im Gefängnis auf. So. Wenn du dir jetzt so ein Königreich in deinem Knast aufgebaut hast, dann kann es sein, dass du an den Punkt kommst, sobald irgendwo die Mauer eingebrochen ist beim Knast und du eigentlich in deine Freiheit rennen könntest. Bist du sogar dazu geneigt, im Knast zu bleiben? Ganz davon zu schweigen, dass wenn sowas nicht passiert, dass du überhaupt keinen Anreiz hast, irgendwie aus dem Knast auszubrechen. Und man kann das schön vergleichen mit all den Dingen, von denen du es nicht schaffst oder von denen du nicht loslassen möchtest. All diese gemütlichen Dinge, die du dir eingerichtet hast, all diese Beziehungen, all diese Vorstellungen, Glaubenssätze in deiner schönen kleinen Welt, die du dir aufgebaut hast, hindern dich dran, wirklich einen Schritt zu machen, bewusster zu werden und deine Freiheit zu gehen. Und bewusster zu werden, in seine Freiheit zu gehen, das heißt nicht, dass man nicht auch wieder bequem auf die Couch sich setzen kann. Ganz im Gegenteil. Im Moment ist es nur so, du hockst im Knast. Du kannst ja auch eine Tür in deinen Knast machen. Dann kannst du bestimmen, hey, gehe ich rein, raus. Dann ist dein Schutz, deine Burg, auch wieder ein Schutz und nicht ein Hinderungsgrund. Ist kein Gefängnis mehr, wenn du den Schlüssel hast, wenn du rein kannst und raus kannst, wie du möchtest. Aber meist ist es so, weil viele Menschen an diesen alten Dingen festhalten, an all diesen Glaubenssätzen, wie man sich aufgebaut hat, all diese romantischen Vorstellungen vom Leben, die man sich aufgebaut hat, weil man die nicht loslassen möchte, weil man es auch nicht dazu bereit ist oft, weil du vielleicht nicht dazu bereit bist, dir einzugestehen, dass du viele Dinge glaubst und gar nicht weißt. Dass so vieles, was hier in der Welt ist, dass du das noch gar nicht erfahren hast, dass du das noch gar nicht begreifen kannst. Die meisten Menschen ignorieren einfach, dass sie gar nichts wissen und so viel Annahmen machen. Und in ihrem Glauben sind sie so gefestigt, dass sie sich nicht trauen, dass sie sich nicht eingestehen können, dass sie es eigentlich nicht wissen, dass sie keine Ahnung haben. Es ist ein Riesenschritt, sich erstmal einzugestehen, dass man keine Ahnung hat, dass man nicht weiß, wie die Dinge ablaufen, dass man nicht weiß, was stimmt.
Aber das ist der erste Schritt. Und eben dann loslassen von Glaubenssätzen. Von Vorstellungen vom Leben. Wie ein Leben abzulaufen hat. Dass man sich ein Haus baut, Familie gründet, Auto hat. All diese Muster, diese Glaubenssätze. Daran ist nichts Schlechtes. Man kann das machen. Aber wenn du da nicht einsteigen kannst, wie du möchtest in diesen Knast aus diesen Glaubenssätzen, dass du ein Auto brauchst, dass du eine Familie brauchst und so weiter. Wenn du da nicht aussteigen kannst, nicht die Tür, den Schlüssel für die Tür hast von deinem Knast, dann ist es schlecht. Dann schaffst du dir Leid, dann wird deine Wohnung, dein Haus zum Gefängnis. Ja. Deshalb ist es wichtig, sein Bewusstsein durch Meditation zu schulen, durch Atemübung, ganz banale Techniken. Und dann steht man seiner Freiheit nicht mehr im Weg. Dein großes Ego, dein großes Selbst, das du aufgebaut hast, steht dir oft im Weg, den Knast zu verlassen, in den du dir es gemütlich gemacht hast. Macht's gut. Ciao.